Ja, also wir als Linksfraktion gehen heute in die Sondersitzung des Innenausschusses ganz klar mit der Forderung, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herr Dr. Maaßen, muss zurücktreten. Wird er das nicht selbst tun, dann hat ihn Horst Seehofer zu entlassen. Warum ist das so? Herr Maaßen ist für uns der Skandal in Person und das schon lange. Er ist dafür verantwortlich, dass es im NSU-Ausschuss eine Blockade seiner Behörde gab, bei der Aufklärung tatsächlich der Rolle des Verfassungsschutzes in diesem Rechtsterrornetzwerk. Er hat dann, wir erinnern uns an den NSE-Untersuchungsausschuss, den Kronzeugen, den Whistleblower Edward Snowden, denunziert. Er hat gesagt, dieser sei ein russischer Spion. Und er hatte wie heute auch, wenn wir zu seinen Äußerungen nach Chemnitz schauen, überhaupt keine Beweise für seine Unterstellung. Dann im Fall des Breitscheidplatz-Anschlages, da hat er das Parlament belogen. Er hat direkt nach dem Anschlag gegenüber dem Innenausschuss und bei der Beantwortung von Kleinen Anfragen ganz deutlich gesagt, es hätte keine eigenen operativen Maßnahmen des Bundesamtes gegeben. Er hat geleugnet, dass es dort einen Quelleneinsatz gab zu der Person des späteren Attentäters und wir wissen heute auch hier eine glatte Lüge. Und zuletzt jetzt seine, wie ich finde, tatsächlich auch politisch gefährlichen Aussagen zu Chemnitz, wo er die Verschwörungstheorien der Rechten weiterdreht, die behaupten, es hätte dort keine Jagden auf Presse und Migranten gegeben, es hätte dort keine Hitlergrüße gezeigt gewesen und ähnliches mehr. Deswegen politisch, fachlich, aus jeder Hinsicht, diese Person kann nicht mehr länger Behördenleiter sein und wir hoffen, dass wir am Ende der Woche tatsächlich auch diese politische Forderung umsetzen.